Radio Hamburg sucht das Megatalent. Die Megachance zum Megastar. Sie haben die Top 3 bestimmt. Jetzt stehen wir hier direkt an der Mönckebergstraße und was wurde hier gerade gesichtet? Eine fette Limo oder was? Wie findet ihr es? Alter, nur krass, wirklich. Geil. Echt krass. Sieht geil aus. Also, ich freue mich schon. Ich hoffe, wir kommen da jetzt rein. Natürlich kommen wir da jetzt rein. Schöne, fette, lange, silberne Chrysler-Limousine direkt hier an der Mönckebergstraße. Absoluter Blickfang. Alle gucken hier gerade, was geht ab. Und wir steigen jetzt einfach mal ein. Tümer Turoglu auch unter den letzten 3 vom Radio Hamburg Megatalent. Erstmal natürlich musstest du verdauen, dass du überhaupt weiter bist. Und jetzt noch hier fett wie ein Mega-VIP mit der Limo. Ja, ich will unbedingt sofort reinspringen. Sofort. Whitney? Ja, auf geht's, ne? Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Hier werden schon die Gitarren gestimmt. Wir sind immer noch in den heiligen Hallen. Ich möchte fast sagen, bei dem deutschen Musikproduzenten, Songschreiber und Musiker überhaupt. Wir sind in den Home-Studios in Eimsbüttel von Franz Plaser, dem Mann, der mit Leuten gearbeitet hat wie Depeche Mode, mit Mariah Carey. Er hat echt produziert. Rammstein, Nena, also das sind die Größen aus dem Musikbusiness. Und jetzt sind unsere Radio Hamburg Megatalent-Finalisten mit dabei. Unsere Beach Boys Björn Eichhorn und Tjark Hartwig aus St. Peter-Ording. Außerdem Whitney Akubua aus Harburg, unsere Soul Queen und auch unser Mr. Nice Guy, Tümer Turoglu, und der macht jetzt den Anfang und performt mal ganz kurz eine kleine Nummer von niemand Geringerem als Franz Plaser himself. Also ich würde sagen, Tümer, bist du aufgeregt? Ein bisschen, ja. Was wirst du jetzt gleich bieten? Ich sing von Andrew Donalds Michelle. Okay, Michelle, was du ja auch schon im Halbfinale gesungen hast. Und dann wird Franz Plaser jetzt ganz genau zuhören, seine Aufmerksamkeit komplett auf dich richten und dann mal so ein bisschen beurteilen, was für ein Potenzial in dir steckt, wo er deine Fähigkeiten sieht, wie das überhaupt ankommt. Also Tümer, gib Gas, dann gibt's alles. Alles klar. Bitteschön. Also, ich mach's mir gemütlich. Dann mal los. Alles klar. From the first time that I love you, I told you from the start, our love would come together if you could stand on me and part. I never meant to break your heart, no. Ja, fand ich gut. Stimmt, die Töne waren alle richtig. War ein bisschen schleimig so. Ja. Nächstes Mal machst du ein bisschen mehr auf Mann. Ja? Okay, also der ultimative Tipp, männlicher werden. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Ooh, ooh. Speak the language of love like you know what it means. Ooh, ooh. Take my heart and make it strong, baby. You're simply the best. You're better than all the rest. Better than anyone. Anyone I've ever met. Wie war das? War sie eines Stars würdig? Nee, war es nicht. Fand ich nicht. Fand ich nicht so, ich fand's nicht so spannend. You're simply the best, better than all the rest. So ein bisschen genauer würde ich singen. Und ein bisschen weniger Vibrato und ein bisschen lockerer sein. As we met him, you hold my hand, he was my best friend. Then we met him sometimes, and I've seen your shining eyes. And he caught you again and again and again. Who's my fire? I don't care, I don't care. Do you like me or him or her?
und ich gehe das Mikro direkt mal weiter an. Franz Plaza, wie war das? Ja, die Gitarren waren nicht besonders gut gestimmt, aber ich habe die selbst gestimmt, glaube ich. Ne? Scheiße, da habe ich versagt, muss ich sagen. War gut, war sehr gut, fand ich. Der Akzent, angeübt, antrainiert? Ich spreche so, weiß ich, Ach so, okay, alles klar, gut. Ja, okay. Gut, ja, war für mich heute mal die Erfüllung. Was muss man denn auf den Weg mitbekommen? Worauf muss man achten, wenn man auf dem Weg ist, ein ganz großer zu werden in der Musikbranche? Also ganz großer kann ich nicht sagen. Wo man sich darauf vorbereiten muss, ist ganz viel Frustration, Missverständnisse. Und wenn man glaubt, dass die Leute, mit denen man zu tun hat, eine Menge Ahnung haben, würde ich erstmal davon ausgehen, dass das eine Projektion ist, die meistens nicht mehr stimmt. Das war früher mal so ein bisschen. Mittlerweile, das ist, mit dem schlage ich mich täglich rum, dass man sehr viel mit Leuten zu tun hat, die echt nicht mehr genau wissen, was sie tun. Und deshalb würde ich euch raten, je mehr ihr wisst, was ihr tut, je mehr euch auf das konzentriert, was ihr wirklich könnt und wollt, desto mehr nähert ihr euch dem Punkt, wo man tatsächlich vielleicht mal eine Chance hat, irgendwie was zu erreichen. Also ich würde mich nie auf Leute verlassen, die einem dabei helfen, vermeintlich irgendwas zu erreichen, was man nicht selbst erreichen kann. Songs schreiben, üben, auch eine realistische Einschätzung seiner Person ist ganz wichtig. Man sollte sich nicht belügen, indem jeder von uns weiß ziemlich genau, was er kann und was er nicht kann, wenn man sich ein bisschen genau anguckt. Ansonsten macht euch darauf bereit, dass man lange warten muss und dass Erfolg sich meistens anders anfühlt als das, was man davon erwartet. Das ist wie ein gutes Essen, was man sieht und dann riecht, beißt man rein, schmeckt doch nicht so manchmal. Also es ist in jedem Fall ein Job und das ist ganz wichtig. Wenn man das wie einen Job betrachtet, kann man auch lange was davon haben. Also es ist nicht nur, wie wir es heute erleben durften, mit der Limousine von A nach B fahren. Okay, seid ihr mit der Limo gekommen? Wir sind mit der Limo gekommen. Es ist also nicht nur ein prall gefülltes... Das wird so schnell nicht mehr passieren. Also es ist nicht nur prall gefülltes Konto, Limousine fahren und ein Leben im Luxus, sondern vor allem auch knallharte Arbeit. Ja, das ist viel Arbeit und bis man da ein bisschen Geld verdient, das wird lange dauern. Es kann, also ist halt eine andere Zeit, aber ich finde, es ist schon wirklich, das meine ich ganz ernst, eine Gnade, dass man sich mit Musik überhaupt beschäftigen kann. Und wenn man von Musik leben kann, das ist ein ganz, ganz geiles Gefühl. Wenn ihr das erreicht, würde ich euch sagen, bravo.